einfach so warm. Ich zerfließe. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich drehe es mal schnell, bevor ich weggeflossen bin. Es ist so warm hier in Berlin. Es war gestern schon so extrem warm. Hier in der Dachgeschosswohnung ist es unerträglich. Dazu zahnt die Kleine, die war gestern und heute extrem anstrengend, weil sie einfach sehr, sehr dolle Schmerzen hatte, wollte kaum was trinken. Gott sei Dank haben wir dieses Mama-Aua-Zahn. Das hilft, das dauert aber einen Moment, bis das wirkt. Und der Ventilator lief heute auf Hochtouren. Wir waren auch schon mal draußen mit meiner Freundin. Und wir gehen auch gleich nochmal raus, denn es hat ein bisschen abgekühlt. Und ich muss ja auch noch meine Schritte laufen. Apropos Schritte, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe eine persönliche Challenge gestartet für alle, die mir auf Instagram folgen, beziehungsweise auch bei Weight Watchers. Die haben das vielleicht schon mitbekommen. Ich habe jetzt angefangen, jeden Tag 10.000 Schritte am Stück zu laufen. Das ist seit gestern. Ich denke, ich werde da noch ein Video extra darüber machen, denn ich habe nicht nur einen, zwei Wochen Plan, sondern ich habe insgesamt einen 14-Wochen Plan. Und da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr da gerne ein Video zu sehen wollt, ob ihr vielleicht eventuell mitmachen möchtet. Auf Weight Watchers habe ich schon mal angehalten dazu, ob jemand vielleicht mitmachen mag. Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet, aber ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mitmacht, denn zusammen macht es doch immer am meisten Spaß. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Food Haul, möchte ich gerne noch darauf aufmerksam machen, dass der Gewinner für die Verlosung feststeht. Die Infos, wer gewonnen hat, findet ihr unten in der Infobox und da steht dann auch, wie der oder die Gewinnerin sich bei mir melden kann und dann bekommst du ein Paket von mir. Wir starten jetzt wie gewohnt mit den Tops und Flops des letzten Einkaufs. Dadurch, dass ich ja das andere Video gedreht habe, falls du das noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir das unten auch ganz gerne, da habe ich ja alles zusammengeschmissen, was ich so aufgestaut hatte, bin ich jetzt wieder clean und ich habe heute für euch drei Produkte. Wir starten mit meinem absoluten Top. Und ich könnte das gerade so überall hinhalten, weil es so kalt ist. Quarktraum, Erdbeere und Pfirsich. Und ich bin so begeistert davon. Das schmeckt so, so lecker. Der ganze Pott hat 16 Punkte. Aber wenn man es runterrechnet, also ich würde das nie. Es gibt ja Leute, die können 500 Gramm Joghurt so weglöffeln. Für mich ist das definitiv zu viel. Aber zum Frühstück oder zwischendurch mal so 125 Gramm für 4 Punkte. Mega, mega gut. Oder auch unter das Müsli als geschmacksgebend. Also der hier schmeckt richtig, richtig lecker. Ich würde den nach dem ansetzen. Ich bin aber auch nicht so der Erdbeer-Fan. Aber den nochmal mit frischen Erdbeeren, vielleicht mit ein bisschen Haferflocken oder so. Einfach lecker. Das sind schon zwei nachgekaufte. Deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr das mögt, wenn ihr Skier gerne esst und auch Joghurt gerne esst. Das ist nämlich so eine Mischung aus beidem irgendwie. Es ist nicht so flüssig wie Joghurt, aber auch nicht so fest wie Skier. Hat nicht diesen krassen Eingeschmack, wie Skier hat. Und wenn ihr das mögt und auf der Suche seid nach noch ein paar Alternativen, vielleicht mit Geschmack, kann ich euch die nur ans Herz legen. Ich sagte das letzte Mal, dass ich diese Sahne hier ausprobieren wollte. Ich hatte ja die Sahne von Aldi mitgenommen und die war mir definitiv zu dickflüssig. Ansonsten habe ich ja immer die Rama 7%ige und ich muss sagen, die ist eine sehr, sehr gute Alternative. Die ist ein bisschen fester als die Rama, aber definitiv noch flüssig genug und für das, wofür ich es halt brauche und gerne benutze, perfekt. Und eine definitiv günstigere Alternative als jetzt die Rama. Und deswegen wird die, denke ich mal, auf jeden Fall wieder öfter bei mir landen. Und wenn die da ist, nehme ich dann auch die anstatt die Rama. Und dann habe ich noch zwei andere Produkte, die ich euch gleich einblenden werde, hier oder hier. Und zwar diese Riegel, die ich mitgenommen hatte von diesem Power Protein. Mega lecker. Also weiße Schokolade war für meinen Mann. Habe ich ja direkt gesagt, das wird nichts für mich, aber einfach aufgrund dessen, dass ich keine weiße Schokolade mag. Nichtsdestotrotz war es trotzdem okay vom Geschmack her. Und das andere war mit Erdnussbutter oder ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall super, super lecker. Es hat wirklich richtig, richtig gut geschmeckt. Kann ich euch nur empfehlen und mein Mann hat es auch gut geschmeckt, denn er hat mir fast alle Riegel weggegessen. So, jetzt starten wir aber direkt mit dem Food Haul, denn die Sachen müssen definitiv gleich wieder in den Kühlschrank. Wir haben heute gekauft Karotten, dann durften mit
Mini-Mozzarella, 2 Stück. Die sind für mein Gericht am Samstag. Dann durfte mit Hähnchenbrustfilet, das ist für mein Gericht gleich. Aber ich wollte nicht heute Mittag kochen. Ich werde definitiv heute Abend kochen und dann alle Fenster aufreißen, weil sonst gehe ich hier kaputt. Dann habe ich einmal die Landliebe-Butter mitgenommen, weil die im Angebot war. Banänchen. Dann durften mit Trauben. Ich bin sowieso so ein Trauben-Junkie, also ich könnte irgendwie permanent Trauben essen. Ja, nur manchmal schmecken sie halt einfach super sauer. Momentan sind sie lecker, deswegen durfte direkt nochmal was mit. Dann wollte ich eigentlich wieder Äpfel, aber mich haben die Nektarinen angelacht, also habe ich die Nektarinen mitgenommen. Kommen wir jetzt zu meinem Berg der Schande. Zu den Süßigkeiten. Und es durften diese Woche extrem viele Süßigkeiten mit. Zum einen für mich, für meine Gelüste natürlich. Aber die meisten habe ich tatsächlich für meinen Mann mitgenommen. Denn ich habe das auch in den letzten Food Halls schon gesagt, mein Mann nimmt extrem ab. Er hat jetzt wieder 2 Kilo verloren und das soll definitiv so nicht sein, denn er ist im Idealgewicht. Er musste damals schon ganz schön viel essen, um überhaupt auf dieses Gewicht zu kommen, denn er ist ein sehr, sehr schmaler. Ja, er isst natürlich die Weight Watchers Produkte mit mir mit. Ihm schmecken die auch, ihm macht das überhaupt nichts aus und das ist natürlich für mich super, aber für seinen Körper halt nicht ganz so geil. Und dadurch, dass ich ja solche Heißhungerattacken hatte und auch gesagt habe, nee, nichts Süßes mehr, wollte er halt auch Rücksicht auf mich nehmen. Und es war halt nichts da. Wir haben wenig gekauft bis gar nichts, ja. Und jetzt habe ich gesagt, okay, es geht ja auch nicht, dass er dann darauf verzichten muss, auf Süßigkeiten oder was zu snacken. Ja, und dann irgendwie immer mehr abnimmt. Und deswegen durfte ich jetzt relativ viel mit. Davon ist natürlich auch ein bisschen was für mich, um Gottes Willen. Ich werde euch hier nicht anlügen. Ihr seht es sowieso jede Woche, spätestens beim Wiege-Update, ob das jetzt hier also hier auf YouTube stattfindet oder auf Instagram stattfindet. Ich werde euch da nicht belügen. Ich habe auch meine Heiß- und Hungerattacken. Ich bin auch nur ein Mensch und ich esse gern Süßes. Ich meine, ne, so ohne Grund würde ich nicht so aussehen. Aber nichtsdestotrotz, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Und zwar durfte mit die Schokettenbowls Gier Granola. Ich habe gedacht, okay, das ist cool zum Einteilen. Das sah mega interessant aus. Und ja, es hat mich irgendwie angelacht. Und dann haben mich noch 2 andere Sachen davon angelacht. Aber ich habe irgendwie, ja, zweimal dasselbe genommen. Und zwar Schokettenbowls, Granatapfel, Blaubeere, Hanf. Ja, also das Hanf hatte ich irgendwie gar nicht gelesen. Ich habe mehr oder weniger nur aufs Bild geachtet, aber ich hatte irgendwie gedacht, da wären 3 verschiedene Sorten. Und ja, die wollte ich einfach mal ausprobieren. Dann durfte mit Chunky Peanut Butter. Und das ist was, was nur für meinen Mann ist, denn ich hasse Erdnussbutter. Mich gruselt es. Ich mag das überhaupt gar nicht so. Auch pure Erdnussbutter, das ist mir viel zu babbisch und zu süß. Und ja, deswegen durfte das mit, denn da laufe ich keinesfalls Gefahr, dass ich das essen würde und das ist safe für meinen Mann und wenn er was snacken will, dann ist das immer da. Dann durfte ebenfalls für meinen Mann das hier mit, auch das ist etwas, was ich niemals essen würde. Es gruselt mich tatsächlich, also ich mag diese weiße Creme überhaupt gar nicht, er liebt das und wie gesagt, es ging mir halt auch darum, Sachen zu kaufen, an die ich nicht drangehen würde, selbst wenn der Heißhunger so groß ist. Damit er halt einfach immer was da hat, wenn er denn was naschen möchte. Das hier ist wieder etwas, was für mich ist. Das habe ich mitgenommen, weil ein Stück von diesen Milka-Dingern hat 4 Punkte. Und ich mache mir momentan solche Bowls. Und da schmelze ich in einer Tasse 3 oder 4 von die, also so eine Rippe. Das hat dann 4 Punkte. Dazu kommen dann 2 Löffel Smacks und ein bisschen Joghurt. Das schmeckt so lecker. Das ist so mega, mega lecker. Und wenn ich wirklich so einen Hieber habe auf was Süßes, ist der Joghurt so die frische Komponente. Und ja, trotzdem habe ich halt eine Menge an Süß. Ja, und das reicht mir dann, ohne dass ich so viele Punkte habe. Dann durfte ebenfalls noch diese Nozette-Schokolade mit. Die ist ebenfalls zum Einschmelzen gedacht. Auch für meinen Mann die Lion Coconut. Ja, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Also Kokosnuss ist so in der reinen Form sowieso nicht mein Ding. In einer bestimmten Menge bin ich auch allergisch dagegen. Deswegen, ja. Und das sehe ich gerade, das ist auch noch weiße Schokolade. Also da werde ich auf jeden Fall nicht dran gehen. Dessen kann er sich gewiss sein. Und deswegen habe ich ihm die auch mitgebracht. Und ich habe mit ihm jetzt halt auch ausgemacht, dass ich jede Woche für ihn, wenn denn seine Snackschublade praktisch leer ist, Sachen mitbringe, die halt eben auch nur für ihn sind. Und dann durften noch KitKats mit, die sind ebenfalls für uns.
Kommen wir jetzt zu meiner Tüte. Alles ist verstaut. Das heißt, wir können uns in Ruhe den letzten Produkten widmen. Und zwar durfte noch mit dieser getrocknete, geriebene Parmesan. Danach habe ich schon lange geschaut. Philipp isst das total gerne. Ab und zu in manchen Gerichten ja, gerade bei Spaghetti Bolognese mag ich es überhaupt nicht, wo viele das essen, gerade auch Philipp gerne. Und ja, den wollte ich jetzt mal ausprobieren, den kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Dann durften wieder mit frische Champignons, zweimal Gurke. Für meinen Mann, für auf Arbeit, habe ich noch diese Müsli-Riegel mitgenommen und für mich zum Probieren auch einmal die hier. Ich bin nicht so der Müsli-Riegel-Fan. Also ich weiß noch, dass wir das früher von meiner Mutter immer ganz gerne mitbekommen haben für in die Schule. Ich fand es nie so toll. Philipp mag das total gerne, deswegen habe ich es mitgenommen und dachte, okay, gut, vielleicht hat sich ja, ne, Geschmackssinn ändert sich. Früher habe ich Paprika gehasst, heutzutage esse ich es gerne. Dementsprechend wollte ich das mal ausprobieren. Ein bisschen Kokosnussmilch, auch für ein Gericht. Und nochmal klare Brühe durfte mit. Auch wenn es überhaupt nicht dazu gehört, aber ich fand es so süß und die haben nur 4 Euro gekostet. Und ich liebe Lupilu. Habe ich für meine Tochter in 86,92 diese Baby-Leggings mitgenommen. Die habe ich gleich zweimal gekauft. Ich finde die so toll, die Produkte vom Lidl tatsächlich. Ich habe in der Größe noch nichts. Ich fand die schön für 4 Euro. Habe ich die einfach mal mitgenommen. Ich denke, da kann man nichts verkehrt machen. Entweder zum Schlafen oder dann halt eben zum Spielen, zum Krabbeln hier. Ja, deswegen durften die mit. Ich muss sagen, wir bekommen so viele Sachen von ganz, ganz vielen Freunden geschenkt. Und ja, haben auch von Oma und meiner Schwester total viel tolle Sachen geschenkt bekommen, weil die irgendwie so im Kaufrausch verfallen, dass ich tatsächlich erst ein einziges Mal selbst Babykleidung für meine Tochter geshoppt habe. Dieses Video habe ich auch online gestellt. Verlinke ich euch auch ganz gerne unten in die Infobox. Ja, und deswegen macht es mich auch glücklich, wenn ich meiner Tochter ja, was kaufen darf. Weil unsere Müsli-Vorräte sich dem Ende neigen durften, noch Nougat-Bits mit. Davon mache ich auch ganz gerne mal noch einen Löffel oder zwei eben in die, ja, in mein reguläres Müsli. Dann durften noch diese Neo-Bits mit. Die finde ich so, tatsächlich sogar ein bisschen leckerer als die normalen Nougat-Bits. Und dann durfte noch dieses Protein-Müsli wieder mit. Oh, ich finde das so, so lecker. Und ich hoffe sehr, dass mein Mann mir diesmal was übrig lässt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das bekommen habe. Das Orangene war leider nicht da. Ich bin leider auch ein bisschen enttäuscht davon, dass das irgendwie immer ausverkauft ist. Das nervt mich. So, und dann habe ich noch 3 Sachen für euch. Und zwar habe ich diese Riegel an der Kasse entdeckt, diese Proteinriegel. Und dachte, ich habe einfach gegriffen, ich habe geschaut, es gab 3 verschiedene Sorten. Ich habe die jetzt noch nicht getrackt und alles. Ja, und zwar habe ich einmal Crisp mit Vanille-Joghurt-Geschmack mitgenommen. Dann durfte einmal mit Cookies and Cream. Und ja, da ist so eine weiße Soße. Ich hoffe jetzt nicht, dass das bedeutet, dass das auch weiße Schokolade ist. Und dann habe ich noch Crunchy Peanut Salty Crisp Geschmack. Das wird dann wohl eher für meinen Mann sein. Ich werde es aber dennoch probieren. Ich probiere immer irgendwie so ein bisschen alles, ne? Generell, dank euch bin ich sowieso in absoluter Probierlaune. Solltet ihr also noch Sachen haben, die ihr mir empfehlen könnt, die euch bei der Abnahme geholfen haben oder die wenig Punkte haben oder whatever, schreibt es mir so, so gerne in die Kommentare. Schreibt mir bei Instagram. Schreibt mir eine DM. Ich freue mich so, so sehr über eure Anregungen und Tipps. Ja, also wenn ihr da was habt, immer her damit. Ich schnapp mir jetzt die Kleine, sage Tschüss, bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche.